Glückwunsch zum Überleben des Pools hier in Wien. Mal eine andere Situation. Erzählt mal, heute Morgen habt ihr gegen die Amerikanerin gespielt mit einer ziemlich jungen und neuen Spielerin. Da habt ihr verloren, jetzt das deutsch-deutsche Duell gegen Carla und Maggie. Wie war die Situation und wie habt ihr am Ende gewonnen? Ja, wir kannten das ja jetzt schon aus Start, dass wir irgendwie das erste Spiel gegen Amerika verlieren in der Gruppe. wir haben uns versucht, an das Gefühl danach zurückzuerinnern, weil wir da auch wussten, okay, jetzt geht es um alles oder nichts. So war es hier auch. Aber jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel. Wenn man verliert, ist man raus. Nicht ganz einfache Situation, aber ja, haben wir gut gemeistert jetzt hier. Wie habt ihr euch da fokussiert auf das neue, das Turnier hier und wie bereitet ihr euch auf die Hitze vor, die hier doch vorherrscht? Ja gut, bei der Hitze, wir können zwar in die Sauna gehen, aber es bringt nichts viel, als nicht so viel zur Vorbereitung. Wir sind die Hitze eigentlich gewöhnt. In Trainingslagern sind wir es auch gewöhnt. Wir spielen viel in Brasilien. Nach der EM, da haben wir ein paar viele Körner in Start gelassen im Finale. Es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Fünfter Platz ist okay, aber wir wollten natürlich mehr. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht und wieder trainiert in Stuttgart und dann mit vollen Kräften wieder hier an den Start zu gehen.